Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu meinem nächsten Guide. Ich will euch diesmal etwas spezifischer und detailreicher Charaktere, Farmen, Karten ans Herz legen. Deswegen fangen wir mal an. Ich entschuldige mich im Voraus für die Audioqualität, sie ist nicht die beste, ich weiß, aber man kann nicht alles im Leben haben. Dann fangen wir mit Nobunaga an. Ich glaube, zu ihm muss ich nicht allzu viel sagen. Man spielt ihn natürlich, wie jeder weiß, auf Crit-Rate, Crit-Schaden. Mein Nobunaga hat 96% Crit-Rate. Ich gebe zu, seine Attack könnte höher sein und sein Crit-Schaden, aber naja, was soll man machen? Die besten Teams mit Nobunaga sind wahrscheinlich eine Kaluto-Pito-Kombo, beziehungsweise Kaluto mit Pyth und dazu entweder Netero. Oder einen Tank, der auf Full Death ist, Beispiel Meruem oder Wing. Ansonsten, er macht guten Schaden, zwar halt nur auf den mit dem wenigsten HP, aber das ist halt die Meta, deswegen momentan spielt jeder Nobunaga. Wird sich, denke ich mal, in Zukunft ändern, da Nanika die bessere Option ist, aber so, ich kann die Meta nicht ändern, deswegen ist es halt so. Dann haben wir Pito, für mich mit riesigem Abstand der beste Support im Spiel. Pito ist essentiell für jedes Team. Dein Team kann nicht gedebufft werden, gibt dem Team Crit-Schaden. Auf der höchsten Erweckungsstufe kriegt man eine Cooldown Reduction und wie gesagt kein Debuff. Karten würde ich Pito Full Tempo geben. Also ich fahre Machi für sie die ganze Zeit auf 15, damit ich auf den Tempokarten noch Tempo bekomme. Deswegen ist es eigentlich nur ein Kampf, wessen Pito schneller ist oder wessen Kaluto schneller ist. Deswegen würde ich euch definitiv empfehlen, Machi tot zu fahren, bis ihr wirklich gute Tempokarten habt. Wie ihr bei mir seht, hier habe ich 15 Tempo, hier habe ich 15 Tempo, hier habe ich nur 14. 13, 14. Also wie ihr schon seht, Full Tempo und dann hoffen, dass eure Pito schneller ist. Ich würde sie im Combo mit Nobunaga spielen oder mit Meruem. Deswegen mit Pito macht ihr nichts falsch. Ihr könnt sie gerne auf Rot erwecken. Mit Nobunaga habe ich leider einen Fehler gemacht. Reicht eigentlich nur auf Grün ihn zu machen, weil der Erweck-Skill, ganz ehrlich, 5%, das ist nichts. Aber jetzt, wo ich ihn schon auf Orange habe, muss ich ihn natürlich auf Rot machen. Deswegen, wenn ihr nicht denselben Fehler wie ich machen wollt, lasst ihn auf Grün und das reicht eigentlich absolut aus. Wing, super Tank. Ich spiele ihn auf Full Death. Er ist dazu da, um die Nobunaga-Ulti abzufangen. Ich werde es dann später im Video zeigen. Wie gesagt, ich gebe ihm Full Death Karten, also auf Death nochmal prozentual. Hier haben wir nur 6%, das müssen wir ändern. Hier haben wir nochmal plus 11. Keine Ahnung. Noch eine Death Karte, noch eine Death Karte, 26 Death. Also, ihr seht schon, man kann ihn auch auf Crit-Rate spielen, aber das lohnt sich erst, wenn man ihn durchbricht und das dreimal. Deswegen dann bei Eisenpanzer. Steigt dann der eigene Schaden und hier kann man dann auf Erzürnen ihn spielen. Aber das ist noch ein langer Weg bei mir, bis er dreimal durchbrochen ist. Dann haben wir Kaluto. Ich will nicht viel über sie reden. Super Support. Sollte man definitiv auf Rot machen, genauso wie Wing und Pito. Cooldown Reduction, senkt Tempo des Gegners. Sie auch auf Full Tempo spielen. Und ansonsten kann man hier ruhig HP geben oder ein bisschen kritische Trefferabwehr. Aber Kaluto ist essentiell für jedes PvP-Team. Wenn eure Kaluto auf Rot ist da und sie schneller ist als die gegnerische, das mit einer Nobunaga-Kombo oder beziehungsweise mit einer Pyth-Kombo ist eigentlich fantastisch. Deswegen sie auch auf Rot machen werde ich in Zukunft auch tun. Habe leider keine Puppen mehr zur Verfügung. Silver ist so eine Sache, ich glaube, als er rauskam, haben alle Silver gejagt. Versteht mich nicht falsch, er ist nicht schlecht oder so.
Aber ganz ehrlich, im PvP gibt es bessere Optionen. Er greift nur die Hinterreihe an, was man mit so einem Core-Tupi leicht countern kann. Deswegen, wo er sehr stark ist, ist beim Gildenboss und Weltboss. Vielleicht kann man ihn in der Cross-Server in spezifischen Teams einsetzen. Ich würde ihn, wenn man ihn im PvP spielt, als Hilfscharakter benutzen. Also er ist okay auf jeden Fall, aber ich würde keine Priorität auf Silver legen, außer ihr habt niemand anderen. Und ich würde ihn auch auf Rot, also wenn ihr ihn wirklich aktiv spielt, würde ich ihn auf Rot machen, weil er dann 60% mehr Damage bekommt. Deswegen, Silver ist in Ordnung. Wenn ich ihn jetzt bewerten müsste, dann würde ich ihm eine 7,5 oder eine 7 geben von 10. Dann haben wir hier den guten Razor. Razor auf Full AP spielen. Ja, ich glaube, über Razor gibt es nicht viel zu sagen. Ist halt schwer, die Balance bei ihm zu finden zwischen Damage bekommen und Damage reflektieren. Ich glaube, der wichtigste Skill von Razor ist der hier. Also, wie jeder, der lesen kann, sieht, was da steht. Deswegen, ich habe jetzt noch drei Silvers auf der Bank. Ich denke, falls ich keinen. Razor, sorry. Ich denke, falls ich keinen anderen Charakter bekommen werde, beziehungsweise Miriam nicht zweimal oder Perrison, werde ich eventuell Razor zweimal durchbrechen. Er ist halt gut so, auch gegen Kansa jetzt. Aber ich würde jetzt nicht meine oberste Priorität auf ihn legen. Es gibt bessere Tanks mit Meruem. Deswegen, wenn ihr ihn spielt, je höher ihr ihn erweckt, desto mehr Damage reflektiert er. Ja, mein Gott, wenn ihr zu viele Puppen übrig habt, könnt ihr das machen. Aber ich würde keine Priorität auf ihn legen. Er ist gut, aber er ist jetzt nicht der Beste. Deswegen gehen wir zum nächsten Charakter weiter, Zeno. Zeno ist so ein Secret MVP meiner Meinung nach. Er ist hart underrated. Viele Leute wissen gar nicht, wie stark er ist, weil sein Tempo down für den Gegner ist so stark. Er hat mir so oft den Arsch gerettet bei Story Mode, bei Meteor City, bei der Himmelsarena. Im PvP ist er auch nicht schlecht, also er ist nicht der Beste. Er ist ziemlich langsam von Unterstützer, dafür ziemlich tanky, aber ja, keine Ahnung, er ist super für Story Mode zum Farmen. Deswegen mit Zeno macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ich würde ihn zwar jetzt nicht erwecken, beziehungsweise wenn ihr ihn erweckt, dann am Anfang nur ein, zwei Mal. Aber mit Zeno könnt ihr echt nicht falsch machen. Falls ich noch einen Zeno droppen werde, dann werde ich ihn safe durchbrechen. Weil wie gesagt, Tempo down ist einfach zu OP. Ansonsten gibt ihm Effektgenauigkeit bzw. Effektabwehr und ein bisschen HP und Tempo, wenn ihr könnt. Also mit Zeno könnt ihr echt nicht falsch machen. Er ist ein super Charakter. Deswegen gehen wir mal weiter zu Püf. Püf auch ein hammer starker Charakter. Sehr gut im PvP bzw. Himmelsarena. Wie ihr wisst, er fängt bzw. neutralisiert den gegnerischen Damage. Püf ist sehr gut, wenn man ihn erweckt, aber da ich Pito habe und sie auf Rot gemacht habe, beziehungsweise andere Baustellen, lohnt sich das gerade nicht für mich. Aber ich denke, ich werde in Zukunft Püf erwecken, da er dann dasselbe macht wie Pito. Euer Team kann dann nicht gedebufft werden. Ansonsten Püf könnt ihr ruhig mit einer Kaluto Nobunaga Püf Combo spielen und einen Tank wie Wing oder Meruem. Und dann geht er ab wie nichts. Also ein super starker Support. Kann ich jedem nur empfehlen. Ihn spielt man natürlich auf Full Tempo. Je schneller er ist, desto besser. Ansonsten würde ich ihn ein bisschen live klatschen. Und das war's auch mit Püf. Also ich kann ihn jedem ans Herz legen. Sau starker Charakter in PvP Himmelsarena und Meteor City. Hier kommt mein Lieblingscharakter aus dem Anime. Und auch im Spiel ist ein absolutes Biest. Wenn ihr es nicht wisst, die Death, die er hat, überträgt er in den Attack-Wert. Das heißt, je mehr Death er hat, desto mehr Schaden drückt er. Erwecken würde ich ihn nur auf Blau. Beziehungsweise, wenn man natürlich so viele Puppen hat, kann man ihn auf Rot machen. Je höher erweckt er ist, desto
Und der Steinzigeuner draußen auf der Straße. Je höher erweckt er ist, desto mehr Life bekommt er, wenn er sich wiederbelebt. Aber ich sehe jetzt keine Priorität, ihn so hoch zu erwecken. Deswegen Blau reicht mir absolut aus. Er ist für mich der beste Tank im Spiel. Mit seiner Ulti kann er den gegnerischen Charakter canceln. Ganz vorne hin tun, full mit Death zupacken. Also ich werde ihn auch heute durchbrechen. Ich brauche nur noch Durchbruchchips. Hier habe ich 26% Death. Hier habe ich 28% Death und so weiter. Ihr seht ein Muster. Deswegen, also, wenn ihr ihn voll mit Death zupackt, dann geht der gegnerische Nobunaga nur auf ihn und dann lacht er über den Schaden. Deswegen gönnt euch auf jeden Fall mehr Ruhm, wenn ihr die Dias bzw. die Gacha-Tickets habt. Dann haben wir hier Kortopi. Für mich einer der Top 3 A-Charaktere im Spiel. Er macht Tempo hoch. Gibt euch ein Schild, das Damage absorbiert und er kann nur zu einer gewissen Anzahl an HP verlieren. Deswegen, wenn ihr ihn hinterstellt gegen ein Silver, dann lacht er über den Damage. Er ist halt hart anfällig für einen Periston. Deswegen würde ich da schon aufpassen. Ihr könnt ihn auch vorne stellen und mit Death zupacken. Dann kann er, was ging da ab? Dann kann er auch die Nobu-Ulti abfangen. Also er ist sehr in sehr vielen Variationen des Spiels sehr stark, zum Beispiel gegen Kortopi Meteor City, wo die Castros viel Schaden machen, wenn man ihn hinten stellt, dann lacht er über den Damage. Auf jeden Fall auch den Bruder Kortopi auf Rot klatschen. Jetzt kommen wir zu Krolo. Zwischen mir und Krolo ist so eine Hassliebe, sage ich euch ganz ehrlich. Er war mein erster Charakter. Ja, ich weiß nicht. Er ist nicht schlecht so, aber er macht halt nicht den Schaden der anderen. Und er ist so selten als Gacha-Charakter. Ich meine, ich werde ihn wahrscheinlich ein zweites Mal jetzt haben und auch durchbrechen, aber ohne sein Equipment macht er keinen Sinn. Grüße an dieser Stelle an Z zu seinem Guide, wenn ihr mehr über Krolos Zahlen erfahren wollt. Er hat einen super Guide dazu geschrieben. Ja, also ich kann jetzt nicht allzu viel zu Krolo sagen, weil ich sein Equipment noch nicht habe. Ich glaube, dass er nicht so gut ist. In sehr, sehr speziellen Szenarien, vielleicht gegen Pito oder gegen Leute, die ihr Team buffen, damit er Buffs klaut und die Cooldown senkt. Aber ja, Krolo ist jetzt nicht der allerbeste Charakter im Spiel. Er ist besser als Silver, würde ich sagen, im PvP. Aber er ist halt nur zum PvP da. Und da gibt es auch bessere. Deswegen, dann holt euch halt lieber einen Hisoka. Aber gut, ich mag Krolo im Anime. Deswegen habe ich mir den gegönnt. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Vielleicht rastet er noch aus. Ihn auf Crit rate schön. Ich habe ihm jetzt HP-Karten gegeben, dass er ein bisschen tanky ist. Ansonsten, ja. Er ist nicht der Beste. Ich würde ihn dann schon mindestens auf Lila machen, wenn ihr ihn habt und in ihn investiert, wovon ich abrate, aber ja, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall bessere Charaktere als Krolo. Aber die Zeit wird zeigen, wie stark er ist. Hier kommen wir zu einer meiner Favoriten. Periston ist ein Monster. Also ich würde jedem raten, Periston so oft zu holen und zu durchbrechen, wie es geht. Er ist, beziehungsweise ohne ihn ist es nicht möglich, in der Himmelsarena weiterzukommen. Er hat mir ermöglicht, Himmelsarena Stufe 100 zu schaffen. Ohne ihn ist es nicht möglich, im Abenteuer weit zu kommen. Geschweige denn Meteor City. Er ist ein Monster im PvP. Also, Periston ist einer der besten Charaktere im Spiel, wenn nicht der beste. Man spielt ihn auf Full Attack, wie ihr seht. Ich habe jetzt nicht die besten Attack-Karten. Ja, er wird wahrscheinlich stärker werden bei mir in Zukunft, aber super Charakter. Die Karte habe ich gedroppt bei Kortopi, glaube ich. Ziemlich lucky. Ja. Und eine Effektgenauigkeit-Karte würde ich ihn drücken. Weil er braucht es halt für seinen Skill. Er heilt, erläutert. Und er macht krassen Schaden. Deswegen gönnt euch auf jeden Fall Periston. Je höher ihr ihn erweckt, desto mehr heilt ihr. Ich meine, mir reicht Blau. So, dann heilt er mein Team fast voll. Wenn ihr nicht genug Heal habt, könnt ihr ihn ruhig höher machen, aber ich finde Blau ist vollkommen in Ordnung, deswegen ja, gehen wir über zum nächsten Charakter.
Netero war ein Fehler von mir, sag ich ganz ehrlich. Warum? Er wird halt wirklich erst stark, wenn man ihn durchbricht, so. Und das Einzige, wo er wirklich gut ist, ist im PvP, wenn die Kaluto, Pito-Nobunaga-Kombo gilt, dann macht er guten Schaden, das will ich gar nicht bezweifeln. Aber er ist halt dem Aufwand nicht wert, weil für PvP, gut, es gibt wenige Charaktere, die besser sind als er, aber mein Gott, ich will, also, wenn ihr wirklich Netero mögt und Wert auf PvP legt, dann könnt ihr ihn ruhig holen, aber ich würde davon abraten und eher auf Periston und Meruem gehen, beziehungsweise Hisoka. Deswegen er ist optional, aber jetzt keine Priorität. Deswegen, ich würde ihn gar nicht erwecken, weil sein Erweckskill ist für den Arsch. So, was ist das? Was haben die sich dabei gedacht? Er ist so stark im Anime und dann so eine Scheiße. Das hat mich schon hart enttäuscht. Sein Damage ist krass im PvP. Ansonsten würde ich ihn auch auf Crit-Rate, Crit-Schaden spielen. Er hat hier nur 66%. Ist halt schwer, wenn ich Nobunaga und Silver und Chrollo Crit-Rate Karten geben muss. Dann bleibt halt für den vierten nicht so viel übrig. Deswegen, ich würde davon abraten, ihn zu holen. Ansonsten halt den PvP ballern. Gehen wir zum nächsten Charakter. Über Biscuit will ich nicht viel sagen. Sie ist nicht so gut. In spezifischen Teams mit einer Meruem Pito-Kortopi-Kombo ist sie okay, weil sie heilt dann und erschöpft. Ich würde sie wirklich dann nur erwecken, wenn man sie im PvP spielt. Ansonsten, ganz ehrlich, beim Erschöpfen ist Komugi viel besser. Deswegen würde ich nicht auf Biscuit gehen. Also es gibt tausendmal bessere Charaktere als Biscuit. Ja, wie spielt man Biscuit? Keine Ahnung, ich würde sie auf Tempo spielen und als Nebenattribut auf Life. Beziehungsweise man kann sie auch auf Attack spielen, wenn man sie auf Tempo spielt. Sie machen jetzt nicht den höchsten Schaden, aber gut. Es gibt halt bessere Charaktere. Morell bin ich auch kein Fan von, sage ich euch ganz ehrlich. Er healt und entfernt Buffs. Je höher er weckt, desto besser ist er, das gebe ich zu. Aber es gibt halt bessere Healer mit Periston. Und wenn man ihn halt auf kritische Treffer, Abwehr und HP spielt, dann ist er zwar tanky as fuck und nervt den Gegner, aber ich finde, es gibt bessere Alternativen. So als Assist-Charakter ist er okay. Aber gut, wenn ihr Periston habt, dann braucht ihr keinen Morell. Wenn ihr keinen anderen habt, könnt ihr natürlich auf Morell zugreifen. Wie ich schon sagte, je höher er weckt, desto besser. Aber mein Gott, also Morell ist wirklich ein Schmock im Spiel. Deswegen rate ich euch von ihm ab. Pakuanda ist okay, ich will nicht meckern. So, sie entfernt beim vordersten gegnerische Buffs. Wenn ihr sie in einer Uwu gegen Combo spielt, der alle nach vorne lockt, dann trifft sie alle vier, aber ist halt sehr situationsbedingt. Sie macht guten Schaden. Aber ja, ich habe jetzt kein fünftes Crit-Raten-Set für sie. Deswegen hat sie nur 50%. Und wenn ihr sie im Main-Team spielt, dann stirbt sie instant. Deswegen kann man sie nur als Assist-Charakter bringen. Also, sie ist okay, aber ich sag mal so, andere Charaktere haben Priorität. Deswegen, wenn ihr sie spielen wollt, macht sie auf Rot und spielt sie auf Crit-Rate, Crit-Schaden. Aber sie ist eher als Fun-Charakter zu sehen. Beziehungsweise, sie macht ganz okayen Schaden beim Gildenboss, Feldboss. Aber sonst ist sie für den Arsch. Jetzt sind wir bei Gentru. Gentru ist der absolute Hammer. Also, ich habe ihn hart unterschätzt am Anfang, was ich jetzt mies bereue. Hätte ich ihn hochgemacht anstatt Chrollo. Auf jeden Fall, Gentru ist so, so stark im PvP. Seine Bomben machen unglaublichen Schaden. Er ist auch bei Meteor City und Himmelsarena super stark. Deswegen kann ich Gentru nur jeden ans Herz legen. Ich werde ihn wahrscheinlich in der Zukunft auf Rot machen, weil je höher er erweckt ist, desto mehr Schaden machen seine Bomben. Und der Cooldown geht sogar runter. Also, Gentru ist ein Monster, Leute. Ich kann euch den nur empfehlen. Ich bin jetzt kein Gentru-Spezialist, muss ich sagen.
Conker hat einen schönen Guide zu ihm geschrieben, den könnt ihr euch reinziehen. Ich würde ihn, denke ich, dann auf Attack in Prozent und ein bisschen Tempo spielen. Aber wie gesagt, ich bin kein Spezialist. Ich muss sehen, was die Zukunft bringt. Aber er ist super stark, deswegen gönnt euch den ruhig auf Rot. Jopi will ich nichts zu sagen. Er ist gut, wenn ihr zum Beispiel Periston habt, dann hielt ihr um das Doppelte. Aber ansonsten Schrott. Franklin ist okay. So, er ist wichtig für Himmelsarena Uwogen. Macht guten Giftschaden, aber für PvP ist er Schrott so. Deswegen er ist nur spezifisch bei der Himmelsarena gut. Beziehungsweise Meteor City. Deswegen, ich habe jetzt ungefähr 5 Franklins gezogen. Und 5 Yopis. Deswegen werde ich den Franklin jetzt hoch machen, weil ich so viele von ihm habe. Aber macht das bitte nicht. Macht ihn höchstens auf grün oder so, wenn ihr später Uwogen auf 19 schaffen wollt. Aber ansonsten ist Franklin jetzt nicht die Kirsche auf der Sahnetorte. Deswegen scheiß einfach auf den. Uwogen ist stark. Er fängt den Damage bzw. senkt den Damage der Teammates und also ihr wisst schon, was ich meine. Sprachbehinderung ist da, aber ich habe halt jetzt keine Zeit gehabt, um ihn hochzumachen. Deswegen gönnt euch den auf Kritrate. Ich wollte den Franklin auf Effektgenauigkeit. Das habe ich nicht dazu gesagt. Sorry. Den auf Full HP. Sehr guter Charakter, klatscht ihn auf Rot. Und in der Crosshair-Arena werdet ihr viel Spaß haben mit ihm. Shizuku. Ja, bei Shizuku habe ich einen Fehler gemacht. Ich dachte, die Passiv ist aktiv. Dem wurde ich eines Besseren belehrt. Also solche Passive, die euer Team verstärken, zum Beispiel Shizukus, gönnt euch 20 Crit-Rate, ist nicht aktiv. Aber, dazu komme ich gleich, Passive, die den Gegner schwächen, beziehungsweise andere Sachen machen, als eurem Team prozentuelle Buff zu geben, wirken. Das heißt, es gibt A-Charaktere, die sind super stark als Assist. Ich will nicht sagen, dass Shizuku schlecht ist. Sie macht halt Rage runter und Death Down. Das ist schon nice, aber hätte ich diesen Buff, das wäre zu sexy. Habe ich leider nicht. Das heißt, wenn ihr dann Shizuku spielen wollt im Main Team für die Crit-Rate, ey, sie ist halt super squishy, sie stirbt sofort. Ist jetzt nicht die beste Investition, wenn ihr jetzt wirklich keine Crit-Rate habt und so ein, sagen wir mal, Wing-Crit-Raten-Team spielen wollt mit Uwugen und noch einen vierten, dann könnt ihr das machen, aber ich würde lieber so ein Uwugen oder Kortopi, Wing, Phaeton hochmachen als sie. Deswegen lasst lieber die Finger von ihr. Sie ist okay als Assist, aber ganz ehrlich, es gibt bessere Charaktere bzw. höhere Prioritäten als sie. Ja, Leorio hielt halt, was soll ich zu dem sagen? Palm ist okay. Ja. Finks ist sehr wichtig für Meteor City, weil er Giftschaden macht. Es gibt nicht allzu viele Charaktere, die Giftschaden machen. 4 an der Zahl. Deswegen erwecken müsst ihr ihn jetzt nicht, weil ich spiele ihn eh nicht im Main Team, aber ihr könnt ihn ruhig auf 6 Sterne machen, weil je höher er ist, desto mehr Giftschaden macht er. Und länger. Deswegen gönnt euch durch Finks und macht den hoch. Also er wird essentiell sein in gewissen Matchups in der Meteor City. Ohne ihn ist es unmöglich. Dasselbe wie bei Phaeton. Phaeton ist übertrieben krass zum Farmen. Den werde ich auch auf Rot machen als nächstes. Ohne ihn würde ich Uwogen gar nicht schaffen, beziehungsweise manche PvE-Story-Fragmente, beziehungsweise Story-Abschnitte. Deswegen gönnt euch oder macht lieber solche Charaktere wie Phaeton hoch, weil ihr braucht einfach den Giftschaden, glaubt mir das. Kurapika ist gut als Assist, sie silenzt den Gegner. Ja, Kumugi ist essentiell für beispielsweise Biscuit Level oder Level, wo ihr Heal Block braucht. Da ist sie einfach zu nice.
Deswegen gönnt euch ruhig Komugi. Ihr könnt sie dann auch auf Rot machen. Ist jetzt keine Priorität, weil auf Lila sind es schon 11 Sekunden. Dann klatsche ich halt zwei Effektgenauigkeit-Karten und sie hat 95% Effektgenauigkeit. Plus halt die, keine Ahnung, wie viel Prozent das sind. Plus 65%. Deswegen ist das schon in Ordnung. Neon ist mega stark für einen Assist-Charakter, weil solche Buffs senken den Crit-Schaden aller Ziele. Die wirken ja nicht auf euer Team, sondern auf das gegnerische. Das heißt, der gegnerische Nobunaga macht 60% weniger Crit-Schaden und das ist einfach krass. Und ansonsten sind die Skills auch sehr gut so. Könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr lesen könnt. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten, Neon ist zu nice. Ich werde sie auf Rot machen. Als Assist-Charakter super stark. Ich habe sie in meinem Haupt-Main-Team, damit der gegnerische Nobu nicht so viel Schaden macht. Ich habe jetzt meine Strat verraten. Aber gut, solange es die Phoenix-Gilde weiß, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn die jetzt jeder hochmacht, würde mich das schon ärgern. Also von den anderen Spielern, die nicht in unserer Gilde sind. Tompa. Warum Tompa? Tompa macht Giftschaden. So wie Phaethon und Fynx und Franklin. Deswegen, ich habe den eigentlich nur für Uwugin hochgemacht. Also ohne ihn schafft ihr Uwugin gar nicht. Deswegen, wer hätte gedacht, dass Tompa irgendwann noch useful wird? Ich hätte es nicht erwartet, aber gut. Jetzt kommen wir dazu zu den Passiven, von denen ich geredet habe. Meloreon ist super stark. Keiner hat ihn auf den Zettel. So, ich werde ihn locker auf Rot machen. Diese Passiv beispielsweise. Ich habe ja gesagt, die Shizuku-Passive würde euch ja 20% Crit-Rate geben. Die wirkt ja nicht. Aber Passive, die auf den Gegner wirken oder neutrale Passive, die euch keine Buffs verleihen, prozentual wirken. Das heißt, wenn er aktiviert wird als Assist, macht er bzw. entfernt er 64 Rage von dem Ziel mit der höchsten Rage. Gleichzeitig wird dem Team mit dem niedrigsten HP ein Schild gewährt, das Schaden absorbiert. Und er gibt noch Attacke. Attacke, was in Deutsch? Attacke. Dann senkt er die Rage-Regeneration aller Ziele super stark. Und wenn der Gegner eine Killfähigkeit einsetzt, senkt der eigene CD. Das, denke ich, wirkt nicht, weil er ist ja ein Assist-Charakter. Ich bin mir da nicht sicher. Ihr könnt mich eines Besseren belehren. Ja, Sprachbehinderung ist da. Was mache ich da? Wir haben technische Probleme. Nein, möchte ich nicht. So, ich glaube, dazu zu den Charakteren ist jetzt genug gesagt worden. Wie ich schon sagte, ich habe jetzt drei Razors. Oh, ich habe zwei Xenos. Seit wann habe ich zwei Xenos? Stimmt, ich habe gestern Xeno gezogen. Ja, dann werde ich auf jeden Fall Meruem einmal durchbrechen. Dann werde ich, denke ich, Xeno zweimal durchbrechen und dann Razor bzw. Wing. Bin ich mir noch nicht sicher zwischen Razor und Wing. Ich mag Wing sehr. Zu den Schmelzcharakteren hat Tama, Grüße gehen raus an Tama, einen super Guide gemacht. Könnt ihr euch ruhig anschauen. Also Puppenkite ist sehr stark für Himmelsarena und PvP. Kaluto ist mit einer der besten Supports. Kami-Killua. Ich habe auch gedacht am Anfang, dass er nicht so gut ist. Bei Kami-Killua ist die Sache, später, wenn ihr wirklich extrem fortgeschritten im Spiel seid, ab fortgeschrittene Himmelsarena, sagen wir mal Stufe 30 oder Uwugen Stufe 19 oder 20, kommt ihr nicht mehr weiter. Und dann braucht ihr Leute wie Kami-Killua oder Hisoka, die extrem viel Schaden an der Frontline machen, sonst kommt ihr einfach nicht weiter. Natürlich ist es schwer, ihn zu erwecken, ich weiß, und überhaupt herzustellen. Aber wenn ihr dann fortgeschritten im Spiel seid, könnt ihr euch den ruhig gönnen. Also, das sind die drei Charaktere, die ich euch empfehlen würde. Die zwei erst am Anfang, sie als allererstes, dann ihn und später, wenn ihr weit seid, Entschuldigung, könnt ihr euch ihn gönnen. Dann geht's weiter zu den Gachas. Wie ich schon oft sagte, investiert bitte eure Edelsteine nur in Gachas und dann auch nur, wenn ein Event ist. Ich habe jetzt beim Auflade-Event, also ich gebe immer 8000 aus
weil ich habe Bock auf einen S-Charakter. Da kommen meistens Yopi oder Franklin bei mir auf die Gacha-Tickets. Und diese Puppe ist so schwer zu bekommen. Deswegen gehe ich auf die 8000. Ich meine, die S-Karten, die jucken mich nicht, weil da kommt eh nur Scheiße. 12.000 ist halt schwer zu erreichen. Ich weiß, 20 Gacha-Tickets sind viel wert. 5.000 sind die wert an Edelsteinen. Aber 12.000 ist halt echt viel, weil bei 4.000, wenn man separat in einem Event 4.000 ausgibt, gibt es fast 15 Gacha-Tickets und ein Champagner. Deswegen, das ist Geschmackssache, wie viel man ausgibt. Man kann natürlich auch 5.000 ausgeben, wenn man nicht so viele Charaktere hat, beim nächsten Event 5.000 und dann Karten sammeln. Aber ich gehe mal auf 8.000 wegen den Puppen. Aber das ist optional. Auf jeden Fall kein Bier kaufen, Leute. Keine Angst, ich habe nur so wenig Bier, weil ich mir No-Beute geholt habe. Ja, deswegen dazu habe ich eigentlich schon genug gesagt. Gachas, Periston und Meruem. Und Periston und Meruem auch dann natürlich durchbrechen. Je höher durchbrochen, desto besser. Weil Meruem ist ein Monster. Periston auch, wie ich schon öfter jetzt gesagt habe. Und dann, wenn ihr fortgeschritten seid im Spiel, wie ich schon sagte, braucht ihr halt Kamikiloa und Hisoka. Weil ohne die beiden werdet ihr nicht weiterkommen. Deswegen, wenn ihr dann oft genug den Periston und Meruem durchbrochen habt, könnt ihr euch Hisoka gönnen. Weil er macht dann der Frontline übertrieben viel Schaden. Also für mich ist es ein Kansai-Ersatz. Ich habe jetzt keinen Bock für 100 noch was Euro aufzuladen und Kansai zu bekommen. Ich glaube, das Kansai-Auflad-Event ist schon vorbei. Deswegen, es wird ein Wunschticket-Event geben. Ich muss jetzt leider meine Wunschtickets an Nobunaga-Equipment raushauen. Was jetzt natürlich nicht ideal war, aber ich wollte, dass mein Nobu stärker wird. Macht das bitte nicht so wie ich, sondern spart eure Wunschtickets und irgendwann in Zukunft, ich weiß, es wird dauern, aber irgendwann in Zukunft werden wirklich krasse Events kommen, wo ihr beispielsweise 120 Tickets ausgeben müsst, 140, 160 und so weiter. Deswegen haut die Tickets nicht raus und ihr werdet viel Spaß damit haben. Dazu ist genug gesagt worden. Zum Gildenkrieg habe ich auch schon was gesagt, ich sage es nochmal. Das mittlere Schiff gibt 9 Punkte, die zwei unteren geben 6 und das obere gibt 3. Ich kann leider keine Angriffe mehr machen, weil ich habe schon meine 3 Angriffe gemacht. Deswegen, ich gucke auch, wie aktiv ihr hier seid, so, weil ganz ehrlich, Gildenkrieg bzw. Gildenaktivität ist mir sehr wichtig. Bei den Leuten, die nicht aktiv sind, die werde ich auch in Zukunft kicken, sage ich euch ganz ehrlich, weil mir ist es wichtig, dass man Gildenaktivität zeigt, freundlich ist im Discord, aktiv ist, Leuten Tipps gibt. Das sind Dinge, die mir wichtig sind. Man muss jetzt nicht der stärkste Spieler sein, natürlich wäre das schön, aber um stark zu werden,